Meine Top 6 sind Lutz Kalb auf Platz 5. Ein super Typ, ich war mit ihm öfter unterwegs. Oberliga, Regionalliga, einfach geil. Auch danach, das ist ein Funskerl. Einfach spitze. Platz 4, Werner Schenk. Habe ich super viel gelernt. War auch mit ihm in der Regionalliga unterwegs und hat mir viel Positives beigebracht. Was ich bei ihm negativ, habe ich gleich positiv umgesetzt. Das war echt sehr hilfreich und lernreich. Platz 3 ist Per Dietrich. Was der immer noch so natürlich wie früher leistet, ist in der zweiten Bundesliga jetzt. Hut ab, Paddy, mach weiter so, dass es du da jetzt nochmal in die Bundesliga schaffst. Platz 2 ist Harry Giger, mein absolutes Vorbild im Amateurbereich. Immer schön Schnack auf den Lippen gehabt, kaum Karten, immer laufen lassen das Spiel, erst rein. Platz 1, noch momentan aktuell in der Bundesliga und in der FIFA unterwegs. Florian Mayer, auch sensationell, natürlich auf dem Feld, versucht immer harmonisch alles ruhig zu halten, aber ist auch dann resolut, wenn es immer drauf ankommt. Auch ein Top-Vorbild, wie auf dem Feld, so auch ganz privat, ganz toller Typ. Ja, das war meine Top. Danke.